So Leute, heute haben wir nochmal Modern Warfare 3. Und zwar ist leider diese RTC-Folge hier kaputt gegangen. Die Aufnahme ist nicht richtig abgespeichert worden, also die Soundaufnahme. Und es war richtig krass ärgerlich, denn es handelt sich ja hierbei um eine 69-Sekunden-Mob, meine schnellste Mob, die ich je gemacht habe. Und das war auch noch live. Ihr könnt euch meine Reaktion wahrscheinlich so ein bisschen vorstellen. Und ausgerechnet hier ist die Soundaufnahme abgekackt. Das war sowas von ärgerlich. Aber naja, trotzdem meine schnellste Mob dann auch noch in Kill Confirmed. Also nicht in Herrschaft irgendwie auf einem konstanten Spawn oder so. Und ich hatte ja noch nicht mal die erweiterten Magazine von der ACR frei. Also denkt mal, auf jeden Fall ein richtig krasses Gameplay. Ich weiß nicht, inwieweit das irgendwann mal oder ob das schon war, irgendwie auf dem Doom-Channel hochgeladen wird. Ich denke mal, irgendwann kommt das auf jeden Fall. Dafür ist die Mob auf jeden Fall, denke ich mal, richtig nice. Ich denke mal, ich werde euch jetzt den Rest des Gameplays gleich noch mit Kollega hier unterlegen. Das handelt sich hier bei um den Free-Track Uhr vor dem Sturm. Also braucht er mich ja gar nicht zu fragen, wie hast du die Rechte von Kollega bekommen. Wie gesagt, der Name sagt es ja schon, Free-Track, also... Naja gut, ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit dem Video. Wenn ja, könnt ihr es wieder gut bewerten. Bis dann, haut rein. K zu dem I, zu dem M, zu dem G kommt. Und das hier ist nur die Ruhe vor dem Sturm. Okay, pass auf. Ah. Es ist der Boss, der von den Bangkoker Streets bis zum Hamburger Kiez. Ganz locker schießt mit Gunshots, da sie, wenn ich am Block im Jeep auf die Spanklocker schieß. Treff ich den Schwarz, als ob ich auf Brandhofer schieß. Guck ich auf den Weltlichter, klar, hang mit Mafia. Memmer so wie Frank Sinatra, meine Crew trägt Gold wie Usain Bolt. Ich baller wahllos auf jede, der noch fährt mit AK. Bitch, nachdem ich im Chrysler hock ein paar Weiber poppe, kauf ich in einem Anfall von Spontanität zwei Schlösser, drei Limousine, vier Inseln und ein paar Socken. Wenn du Beef willst, wird die Decke zückt. Ich bin back, bis jetzt geht der Rest gebückt. Klar zu dem Boot, doppelt in den GAH, der King. Wir bringen echt den Rap zurück. Deutsche Rapper verlieren ihren Status und darum sind sie außer sich, wie bei einer Nahtoderfahrung. Aber was wollen sie gegen die Übermacht in Bossgestalt unternehmen? Ey, guck an, diese anderen Versager können weitermachen mit dem jämmerlichen Rumgeweide bei den Amis. Aber werde damit scheitern, denn ich kille meine Feinde mit den Seilen, die sie ficken. Ohne Gegenwehr, der Boss ist weg, ich demoliere weiter. Und in Sünde mit den Punches, die komplette Leben ficken. Alle Bitches, die was wollen können, kommen, denn ich dominiere diese Rap-Szene von jetzt an komplett allein. Der Mac und ich sage dir, Hundesohn 1. Der Rest aller Rapper wird wegdominiert. Der Boss, ich dulde keine anderen Kings of Rap neben mir. Scheiß auf Hanteln, ich pumpe lieber Baumstämme. Rapper sehen, wie ich den Benz 600 durch die Town lenke. Ihn auf das Ungeziefer drauf lenke und dann ihren Bitches per Deep Throat den Unterkiefer ausrenke. Das ist die Ruhe vor dem Sturm. Das ist die Ruhe vor dem Sturm. K zu dem I, zu dem N, zu dem G kommt. Und das hier ist nur die Ruhe vor dem Sturm.